Hallo, meine Call of Diamonds. Hier ist wieder eure Nadja. Ja, heute machen wir ein neues Paint with Me. Und zwar mache ich bei der Challenge mit, oder Tag mit, von Craft and Wedding von der Heidi. Ich darf Fragen beantworten. Sie macht ja gerade Alice im Wunderland und liest auch dabei vor. Letztens hat sie halt auch die Fragen beantwortet. Und ja, den kommt jetzt hier nach. Und ja, mal sehen. Ja, ein Alice im Wunderland Bild habe ich jetzt nicht direkt. Aber mir fiel noch ein, dass ich den schönen Stitch hier als Hutmacher habe. Genau, das ist 3x40 Bild. Und ja, eignet sich jetzt dazu. Rollen hier, sonst ist halt wellig. Das ist ein bisschen steif, das Bild. Naja. Ich kann es erstmal noch ein bisschen aufmachen, weil schlägt sich dann ein bisschen. Das Bild hat runde Steine. Ja, das, sonst mag ich ja rund eigentlich nicht so, eher eckig. Aber das sage ich danach auch nochmal bei dem Fragen. Ja, genau. So geht es erstmal. Ich habe so viele Bilder, ich weiß manchmal gar nicht, was ich alles schon da habe oder nicht da habe. Und naja. Gut, dass mir das noch eingefallen ist, sonst hätte ich auch nicht gewusst, was ich jetzt für ein Bild painte. Na gut, ich hätte vielleicht eins von meinen asiatischen Bildern weitergemacht, aber ja. Ich wollte auch mal mit euch ein Bild vorbereiten. Mit Steine und also Steine sortieren und ja, deswegen machen wir es jetzt zusammen. Also mal gucken, wie viele Farben das hat. Es hat 24. Ich nehme auch meinen kleinen Koffer dazu hier, also mit den Döschen. Wir haben einen ganz großen Koffer, wo 60 Döschen drin sind. Habe ich ja noch von den asiatischen Bildern, wo da drei zusammengehören, die Steine drin. Deswegen nehme ich mal den Koffer. Oh Gott, ich will trinken. Ja. So, das Bild hat 24 Farben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Das reicht. Ja, nehme ich auch meinen schönen hier, Trichter, den man halt zusammenklappen kann, wenn man nicht mehr braucht. Der war auch bei dem Koffer dabei. Genau. So, ich muss auch mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ob ich das wieder ein bisschen abschneide hier auf meinem Bild. Oder, wie machen wir das? Na gut, es sind noch Buchstaben, sehe ich gerade. Also ich kann ja, oh plus. Ja, machen wir erstmal die DM10-Nummern. Hier auf meine Etiketten. So, mal Kugelschreiber habe ich auch irgendwo gehabt. Irgendwo ein Kugelschreiber. Ach, hier ist er doch. Ich mache ein bisschen Licht an. Ui, jetzt war das Licht. Sehen wir mal ein bisschen besser. Ja, schreibe ich erstmal die ganzen Buchstaben auf. Also bei dem Bild geht es gerade. Hier sind nur Buchstaben und ja, nur Buchstaben. Ja, keine Zahlen und nicht. Da kann man es mal so aufschreiben, ohne dass man Sticker-Maker braucht und auch was aufschneidet. Genau. So, Z, S, U, D, C, A, F. Ich hätte es auch anders machen können. Ich mache was anderes. Ich klebe erstmal die einzelnen. Ich hätte dahinter gleich immer die DM10-Nummer da drauf schreiben können. Weil so sortiere ich immer meine Döschen. Schreibe auf die, also oben, zeige ich mal hier, tue ich die Buchstaben, weißes Symbol drauf und hier vorne tue ich dann die DM10-Nummer drauf. Weil ich die immer gerne halt zurücksortiere. Genau.
So mache ich das. Ja, sag, mein Let's Paint with Me ist ja heute online gegangen. Heute haben wir den 11. Was haben wir denn heute? Sollen wir mal gucken. Das. Keine Ahnung. Warte mal. Heute haben wir den 11. Genau. Heute ist der 11. Ja, ist ja vor online gegangen. Das Gewinnspielvideo habe ich ja jetzt schon gedreht. Und das wird halt dann am Samstag hochgeladen. Wie ich es mache, weiß ich noch nicht. Ob ich das vor der Arbeit mache, wenn ich Frühdienst habe. Also klar würde manchmal denken, ja. Ich würde lieber frühstücken oder irgendwas anderes machen oder noch im Bett bleiben, bis zum Schluss, bis ich dann aufstehen muss. Ja, das entscheide ich dann Samstag, spontan, ob ich es vor der Arbeit mache oder nach der Arbeit. Weil ich muss ja spät um 4 Uhr aufstehen. Also müsste ich dann vielleicht 3:30 aufstehen spätestens. Naja, mal gucken. Ja, je nachdem, wie ich Samstag früh aus dem Bett komme, mache ich es entweder vor der Arbeit oder nach der Arbeit. Ich werde es dann spätestens am Freitag dann noch schreiben, was ich da alles reinschreibe, die Informationen von meinem Gewinnspiel. Damit es dann schneller geht, da brauchst du ja nur noch kopieren und dann einfügen bei der Information, beim Hochladen und dann, ja, geht es dann schnell. So, was machen wir mal die in den 10 Nummern? So, wie gesagt, das Video am Samstag geht so 1 Stunde 20 Minuten sogar. Also lehnt euch zurück und hört mir gerne zu oder paintet dabei, was auch immer ihr da nebenbei machen wollt. Das ist dann euch überlassen. Ich paint ja auch meistens, wenn ich auch mal die YouTube-Videos angucke von anderen, dann paint ich auch meistens oder esse dabei, je nachdem, was ich gerade halt hab. So, was habe ich jetzt? Bis F habe ich. 702. 720. Und 734. 734. So. Ich sage, ich muss auch ein Wort dran kleben. Ich tue das dann immer parallel dahin. Ja. Ja, damit ich schon weiß, was vorne und hinten ist, falls ich mal auf den Kopf painten würde, je nachdem, wie ich anfange. Aber ich glaube, diesmal fange ich hier oben an. Also hier oben in der Ecke. Weil sonst fange ich eigentlich immer unten links an. Aber ja, ich probiere mal oben anzufangen. Ja, ne? Erstmal was anderes. So, Z. Ja, also die Fragen beantworte ich gleich nach und nach. Das sind, glaube ich, 16. Nee, wie viele Fragen sind es? 20 Fragen, genau. Ja, jetzt ist ja das Video zu schnell zu Ende, wenn ich gleich alle beantworte, ne? Also ich weiß noch nicht, wie lange das Video wird. Wird vielleicht auch eine halbe Stunde dabei gehen oder länger. Mal gucken. Das werdet ihr ja dann sehen. Und ja. Ja, du. Meine Katzen schlafen gerade. Die zwei sind auf der Couch, die dritte, keine Ahnung, wo sie ist. Vor uns haben sie sich rumgezickt und vor uns wollte mein ganz kleiner Diego mit mir spielen. Ich sage, ich kann jetzt nicht, ich muss hier gerade was machen. Ja, wie sagte, ich habe ihn ausgebremst. Bischu, was ist los? Na komm. Los. Komm her. Bischu. Na, hieß du Bischu? Ist lieber eifersüchtig. Ich weiß, ich rufe sie und er kommt. Ja, braucht mich nicht so anzugucken. Hey, ich habe nicht gesagt, dass du herkommen sollst. Da, bleib dort. Stopp. Ach, kleiner. Naja, da wird dies Jahr 4. Ist halt noch ein Baby halb. Selber spielt. Er wollte vorhin mit dir spielen und ja, sie wollte aber nicht. Naja, das ist meistens immer so grob, ne? Er ist eigentlich der Kleinste, aber von Körperbau ist Bischu der Kleinste. Naja. Und das hat er vor sich gepasst. Da habe ich halt gesagt, nee, lass in Ruhe.
Und was macht er? Er kommt zu mir. Also, ich spiel du wenigstens mit mir. Ich sag, nein, kann es auch nicht. Ja, ich spiele schon mit meinen Katzen ab und zu, ne? Muss ja auch mal sein. Arbeit und immer Zeit. Na. Meistens kriegen die noch ihren Rappel. Was mache ich schon wieder dasselbe? Warte mal. Ich kann nur wenig schreiben und dabei reden hier. Wartet. Geht gleich weiter. So, warte mal. 890. Ich glaube, ich schreibe erstmal alles auf, hier, bevor ich mit euch weiterrede. Tego, ey! Mensch, spitz doch. Nee, Kater. Ja, du, Spui. Hast den ganzen Tisch geflutet. Ach, nee. Da beklebert aber ich. Ich muss bloß gerade was wegmachen, ja. Ach, nicht kann man stehen lassen, wenn ihr echt. Hatte da meine kleine Blumenvase umgeschmissen. Naja. Weil ich bin zwar keine Mutter, aber meine Oma hat mir letztens trotzdem Blümchen geschenkt. Und ja, und Gizmo letztes Mal rumgeknabbert oder schmeißen es um. Als wenn sie nicht zu fressen kriegt. Kommt mir manchmal so vor. Aber naja. Das Geferhunst hier. Naja, egal. Du, du, du. Gut, mal G. 8, 9, 8. So, 8, 9, 8. E. 919. 9, 3, 8. L. 966. J. 3, 0. 4, 7. Dann X. 3. Ach, dann waren hier 3, 3. 2, 8. Dann P. 3, 7. 2, 7. Dann ein O. 3, 7, 5, 0. Y. Schreiben hier. Naja, muss er noch lesen. Du. Ja, wird manchmal auf Arbeit irgendwann mal gesagt, bitte ordentlich schreiben. Ich so, ja, ich kann auch nichts für meine Schrift. Ach, naja. Ich gebe schon manchmal Mühe und dann fragst du trotzdem, was heißt denn das? Aber naja, kann man auch nicht ändern. 3, 8, 3, 5. Dann das T. 3, 8, 6, 4. I. 3, 8, 6, 5. So, das haben wir erstmal. Ja, das hat meine Kinder, wollte ich gerade sagen. Meine Katzen sind ja wie Kinder. Zumindest benehmen sie sich manchmal auch so, wie die Axt im Wald. Aber naja. Ist halt so, ne? Aber es ist halt auch so, man kann mit ihnen, aber auch nicht ohne den. Wie man so schön sagt. Na, Bischof? Jo. Wow. Machst du mir nachts, ja? Nicht schlafen. K, was war bei K? Ach, 24. Jo, was haben wir das erstmal noch? K, was haben wir dann? R. Warte mal. Ach ja, R. Zack. R und die 890. So. Ups. So, dann kommt das G. G, 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 8, 9, 8. So, dann kommt das E. Zack. Und das war die 819.
Fällt man auch nicht so das N. So. Und wie paintet ihr immer so? Also tut ihr auch das so sortieren wie ich? Oder habt ihr andere Methoden, wie ihr das zuordnet? Paintet ihr vielleicht nur nach Nummern, also 1 bis bei dem Bild zum Beispiel 24? Oder tut ihr das wie ich machen? Oder tut ihr nur die DMC-Nummer drauf und guckt dann jedes Mal, was die DMC-Nummer von Buchstabe oder Symbol hat? Das würde mich auch mal interessieren. Ja. Ich finde es am besten, weil ständig da mal drauf zu gucken, so, nee, da würde ich auch mal durchdrehen, glaube ich. Da würde ich wirklich langsam painten. Oder Wochen brauchen, bis ich ein Bild fertig habe. Ne? Oh, nee. Gesagt, anfangs hatte ich das nicht nach DMC-Nummer sortiert. Also die DMC-Nummer habe ich sonst eigentlich auch nicht drauf geschrieben. Ich habe es dann auch wieder immer zusammengeschüttet. Die habe ich dann bei Tini Schnickschnack hat das so damals gemacht. Heute macht es glaube ich immer noch so. Aber, ja, bis dann ich auch irgendwelche anderen YouTuber gesehen habe und die das dann zurücksortiert haben und die Farben halt einzeln aufgehoben haben. Ja, da dachte ich mir, okay, so kannst du es eigentlich auch machen. Ist ja doch gut, wenn ich auch immer selber pixeln möchte. Oder wenn halt doch bei einem Bild Steine fehlen, so kann man es dann nachgucken, okay, die hast du vielleicht noch da. Das ist halt so Restreserven. Also habe ich bis jetzt, glaube ich, auch noch nie gehabt, dass mir auch mal die Steine gefehlt haben. Zum Glück. So, ups, gleich haben wir es geschafft. Ja, die Koffer sind halt praktisch. Früher hatte ich so Tablettenboxen gehabt, also die man so nicht aufschieben, sondern einzeln hochklappt. Ja, aber irgendwann sind die halt auf die Lavete geworden oder bist du mal dran gekommen und es fällt vom Tisch und dann lag alles unten. Das hat mich genervt. Also, da habe ich eine Stunde gebraucht und alles. Die Farben wieder sortieren. Also, ich dachte schon, oh nee. Weil es dann auch dann noch der Deckel abgebrochen und oh, naja. Man lernt nie aus. Ja. Ja. Ach, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich habe mich jetzt gerade schon gewundert, warum die Bildchen nicht anders. Scheiße. Naja, wenn man quatscht, dann macht man ja. Warte mal, Y war die 30, ja. Ja, ich hatte hier die DMC nochmal hier oben drauf geklebt. Das wird dann auch mal denken, ey, du hast da verklebt. Naja. Warte mal, Y, VO, genau. Danach kommt V. Genau. Nach V kommt H. Hier. H. Nach H kommt T. Und ja, genau, jetzt bin ich doch richtig. Ich habe mich gerade gewundert, hä? Es geht doch eigentlich auf, dass noch sechs Döschen übrig bleiben und naja. Ich habe es auch noch gemerkt. Ich dachte, hä, auch was stimmt ja nicht. Naja, so, letztes Döschen. Geht so. Genau. Und so schaut es erstmal aus. Ja. Aber ich sag, bei Buchstaben und Zahlen kann man es noch selber drauf schreiben, aber bei irgendwelchen Hieroglyphen, da ist es besser, wenn man es irgendwie kopiert oder. Irgendwie so, weil manche Symbole, die kannst du gar nicht nachzeichnen. Ich zumindest nicht. Ja. So, fangen wir mal dann an mit den Fragen. In der Zeit, wenn ich die Fragen beantworte, tue ich dann die Steine sortieren, also einfüllen. Genau. So, ich will erstmal alle durchschneiden. Das wäre auch gut. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, also ich mache auch hier gleich noch ein bisschen Dime Painting für Anfänger. Ein wenig zumindest. Auch mein Gott, was ein richtiges Video. Ist schon mal ein Tipp, weil ich hier gerade am Schneiden bin. Bitte reiß die Tüten nicht einfach alles so ab. Also bei manchen geht's ja, aber wenn man es immer irgendwie schief eingerissen hat, bei manchen painten auch bloß aus den Tüten, dass sie immer was nehmen oder erst die eine Farbe machen, dann die andere. Gibt es ja auch welche unter euch. Ja, dann reißt du vielleicht noch eine zweite Tüte daneben auf und dann habt ihr einen Salat. Wäre nicht so gut. Ja gut, hier ist eine Ausnahme. Das sind mehrere Farben an einem Strang jetzt. Bei größeren Bildern habe ich auch schon gesehen, dass dann ja, jede Farbe einzeln in so einer langen Rolle ist. Das wäre dann nicht ganz so schlimm, aber trotzdem nimmt lieber eine Schere, statt dass ihr das einzeln aufreißt. Ne? So, die erste Frage. Der verrückte Hutmacher. Bist du eher ein Sammler oder kaufst du dir die Diamond Paintings nach und nach? Wie groß ist dein Stapel? Ja, gute Frage. Also, je nachdem, wie ich Geld habe und wie ich halt was sehe, kaufe ich halt meine Bilder. Und ja. Also, nach und nach ist klar, je nachdem, wie es Geld ist, sage ich mal so. Momentan hole ich erstmal keine Bilder mehr. Es sei denn, ich kriege mal irgendwelche Gutscheine von Amazon, vielleicht da mal. Ich da mal noch ein paar Bilder hole. Aber jetzt habe ich erstmal genug. Also, ich habe ungefähr vorhin noch mal grob nachgerechnet. Weil ich habe die Fragen vorhin schon mal ein bisschen grob durchgelesen, dass ich ungefähr weiß, was auf mich zukommt. Ne? ja, so ungefähr 40 bis 50 Bilder habe ich, glaube ich, zu Hause. Und das sind die Bilder, die ich zum Gewinnspiel verlose, nicht mal damit eingerechnet. Ja, genau. So, zweite Frage. Moment, geht gleich los. Ups. Ja, das ist echt praktisch hier. Ich habe vorher immer noch einen normalen Trichter genommen. Ob ich das dann gesehen habe, dass extra für dein Painting solche Silikontrichter gibt, die man dann wie es schon zusammendrücken kann. Und das kann man dann hier, also im Koffer ist ja immer so ein Netz dabei. Und da kann man es daran reintun oder halt die Reststeine, was man halt nicht braucht. Ja, ist praktisch. Weil so einen normalen Trichter aus Plastik, der stört immer, das liegt immer irgendwo rum und das kannst du gleich verstauen. Genau. Finde ich gut. So, zweite Frage. Das weiße Kaninchen. Diamond Painting Stil. Lieber schnell und viel oder langsam mit Genuss? Ja, manche würden sagen, ich painte schnell. Die mich kennen oder mitgekriegt haben, wann ich dann immer Bilder habe. Also ganz am Anfang, wo ich dann damit angefangen habe, war ich wirklich schnell. Da habe ich wirklich so 3, 4 maximal eine Woche gebraucht. Für so ein Bild zum Beispiel, also für die Größe 30 mal 40. Aber ich genieße es halt trotzdem, egal wie schnell ich painte. Je nachdem, wie ich Zeit und wie ich Lust habe, ist es. Und ja, ne? Also ist ja kein Marathon, wer wann fertig wird. Also bei meinem großen Bild, das ist 1,20 mal 60, das ist mein größtes Bild, was ich bis jetzt gepainted habe. Ja, da habe ich halt 3 Monate gebraucht und da habe ich halt nochmal ausgesetzt, weil ich dann irgendwann eigentlich fast keine Lust mehr dann hatte. Also schon Lust auf das Bild, aber weil es halt so anstrengend war, weil es so riesig war und da ist auch irgendwie kein Ende in sich gewesen. Und ja. Ja, also es kommt darauf an, wie ich Zeit und Lust habe. Mal pende ich schnell, mal langsam. Aber egal in welchem Stil, tue ich es trotzdem genießen dabei. Genau. Ja. So. Kommt die 2. Zwei ist 318, genau. Ja, das irritiert. Also man muss ja immer gucken hier gerade bei dem Bild. Weil auf dem Tütchen steht halt nur eine 2 und eine B. Ach ja, die Bildnummer steht drauf und ja, mit Nummerzahl. Die ist ja auch noch hier an der Seite. Ja. Manchmal finde ich es doof, dass ja manchmal keine Legende dabei ist. Weil dann bei so einem Bild jetzt gerade ohne Legende, weiß man halt dann nicht, ob alles da ist.
Na? Aber andererseits ist dann auch weniger Plastik, finde ich. Das ist jede Farbe in einem Tütchen drin. Und ja. Also das ist meistens das Einzige, was man nervt, die ganzen Dinger aufschneiden und sortieren und oh, die ganze Plastiklumpe. Ich brauche danach, ich gehe danach immer erst Müllwerk schaffen, weil ich einen ganzen Sack voller Plastik habe. Ja. So, dritte Frage. Die Grinsekatze. Gibt es ein Diamond Painting, in dem du dich total geirrt hast, das anders war als erwartet? Puh. Wüsste ich es eigentlich nicht. Also, ich habe insgesamt 15. Mal überlegen. Warte mal. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, 16 Bilder habe ich bis jetzt gepainted, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, meine ersten Bilder waren ja rund, bevor ich halt eckig gepainted habe. Und ja, also jetzt im Vergleich zu den anderen Bildern, die ich sonst immer gemacht habe. Die ersten zwei, drei waren halt von Amazon, die waren halt mit Ruttenstein. Ja, also sah okay aus. Aber ja, einfach das sieht so verpixelt aus. Also im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Ich habe es halt, ich kann das ja am Anfang nicht anders, aber ja, wüsste ich jetzt nicht, ob was gehört. Was hat das schon da? Also ich total geirrt jetzt nicht. Ja, also ich habe die waren eigentlich alle so, wie ich es auch erwartet habe, ungefähr. Ja, von Anfang hatte ich ja dann halt, ja. Nö, wüsste ich es eigentlich nicht. Genau. So, es sind drei. Warte mal. Drei, drei, drei. 413. Jo. Ja, es ist gerade eigentlich auch wieder zu husch, wenn ich mit Grabi durchquatsche. Aber wenn ich im Hintergrund halt Musik laufen lasse, dann weiß ich halt nicht, ob YouTube dann was sagen würde. No. Das merkt man vielleicht bei YouTube, dass die Musik wieder nicht als Urheberrechtlich geschützt ist. Naja. Muss ich jetzt mal durch. Was war das? 518? 518, das ist die 4. So. Ja. Was haben wir als nächstes? Iss mich, trink mich. Lieber große oder kleine Diamond Paintings? Sag mal sowohl als auch. Kommt drauf an, wie ich halt Lust habe. Jetzt momentan mache ich auch noch kleine Bilder. Große habe ich erstmal gerade keine Lust, weil ich ja an Januar bis März dieses Jahres an die ganz großen gehangen habe. Ist erstmal mein Hunger gestillt mit großen Bildern. Aber wenn ich es mache, dann freue ich mich trotzdem drauf. Und ja, also ich habe jetzt keine Lieblinge, ob ich lieber große oder kleine painte. Je nachdem, wie ich Zeit und wie ich Lust habe, sag ich mal so. Genau. So, drei, vier, es kommt fünf. Fünf. Stück 5. Ja. Ach, die 550. Ein Lila. Also die 550, das Lila finde ich auch sehr schön. Ja. Ach, das blendet wieder. Warte mal. Ach, so schönes Lila. Ich mag die Farbe. So, was haben wir denn als nächstes? Die Herzkönigin. Lieber Helden oder Anti-Helden? Ja, ich weiß nicht, wie ich die Frage verstehen soll. Ich wäre lieber Held als Anti-Held, sage ich mal. Aber wenn es um Filme geht, mag ich meistens auch die Anti-Helden. Zum Beispiel Venom zum Beispiel. Den finde ich auch sehr gut. Also, ach, ich liebe den Film. Habe ich halt auch T-Shirt davon von Venom. Ohne Pullover. Genau. Ja, was kann man noch drunter verstehen? Anti-Helden, also lieber Helden oder Anti-Helden? Wie gesagt, ich wäre dann lieber Held, je nachdem, weil Anti-Helden werden halt dann meist nicht so gemacht. ich helfe auch gerne und so und ja.
Habe halt so ein Helfer-Syndrom, würde ich sagen. Genau. Was habe ich denn jetzt für eine Nummer? Warte mal. 702C. Warte mal. Die 6. Ja. Ja, ich wüsste nicht, was ich sonst noch zu sagen soll. Sagen wir mal, es ist sowohl als auch, sage ich mal. Ich würde mich jetzt unbedingt festlegen. Seiten könntest du mal erläutern unter meinen Kommentaren. Oder lieber Heidi, was da genau gemeint ist. Du hast, glaube ich, in deinem Video auch auf was gesagt, aber ich weiß gerade nicht mehr, was du dazu geantwortet hast. Ja, genau. Ja. So viel dazu erstmal. Ach ja. So, jetzt haben wir ein A. Ich glaube, ich muss die nochmal umsortieren, damit ich nicht hier durcheinander komme. Weil die Symbole, sehe ich gerade, die sind halt so sortiert nach dem Zielnummer von klein auf groß. Aber ich werde es nachher so sortieren, dass ich von A bis Z dann die Buchstaben habe. Genau. Naja, ich mache erstmal das. 720, das ist die 7. Genau. So, jetzt haben wir eine F. Warte mal, F. Das ist die 8, das ist das. Das war schon bei einer halben Stunde schon mit dem Video. Ja, ich denke mal, das Video wird eine Stunde gehen. Also könnt ihr gerne dabei painten oder was essen, was ihr immer wollt. Oder die Beine hochlegen und einfach nur zuhören, wie ihr möchtet. Ja. Und wer halt keine langen Videos mehr mag, kann auch gerne umschalten. Das ist auch kein Problem. Man kann es ja leider nicht jeden recht machen. Ja. Aber so ist das. Was denn? Ich quatsche hier. Müsst mitquatschen. Ja, wieso? Das wäre ein bisschen cool, wenn Frau mit sich selber redet. Ja? Ist komisch? Ja. Kennt ihr das, wenn Katzen miauen und dabei gehen? Ja, das meine ich. Ach nee. 803. Wir waren schon 23. Wo war schon jetzt? Bis die 9. 9, 9, 9, 9. Wo war die 9? Oh, hab auch keine ausge. Ich habe auch nicht alles aufgeschnitten, sehe ich gerade. Ja, das lassen wir erstmal. Aber ich sehe gerade, ich brauche eh, glaube ich, noch mehr Döschen. Muss ich sehen. Oder? Naja, werde ich sehen, keine Ahnung. Warte mal, irgendwo hab ich noch auf eine Nummer gehabt. B. 9. 9. Was? Hier ist die 10. Ach, hier ist sie. Ich habe die 9. Ja, für mein ganz großes Bild, wo ich da die Steine sortiert habe. Ich glaube, ich habe da 2, 3 Stunden gebraucht, gefühlt. Schmeckt's? Bijou. Knapperst du denn alles an? Na, renn weg. Entweder meckert sie mich voll oder die ganzen rennen weg, wenn sie merken, sie wurden erwischt oder wenn sie irgendeine Scheiße gebaut haben. Naja. Ach, nee. So, was habe ich gehabt? 10. Du. Trisch doch. Das ist die 11. Oh, ich tue das mal bitte wegschmeißen, sonst habe ich den ganzen Zustand voller Plastik. Ja, das ist das Einzige, was ich an deinem Painting hasse, dass es so viel Plastik ist. Das macht leider auch nicht jeder Händler, dass da schon im Druckverschlussbeutel die Steinchen sind. Naja, jeder macht es anders.
So, hatte da 890. Das ist die. Wo war ich denn jetzt? Das ist die 890, da der 11. 11. So. Ich will mal die Trichter durchnehmen. Ah, nein. Aber es passiert oben manchmal, dass ich dann die Steine sonst wohin schütte und der ganze Tisch dann voll ist. Also, die Anni und Pings Kreative, die haben sich ja auch so einen Staubsauger geholt. Also, so einen kleinen Tischstaubsauger für Diamond Painting, wo man dann die Steine aufsaugen kann. Das ist auch was für mich. Das werde ich mir demnächst auch noch irgendwann holen. Das ist praktisch. Sonst schmeißt du mal runter oder saugst sie weg oder naja. Oder manchmal knie ich dann am Fußboden und tue einfach die ganzen Steine aufsammeln, bevor ich dann staubsauge. Naja. Ganz guck mich auch mal an, als wie. Lecker. Als wie es macht eine Frau schon da. Aber naja. 8, 9, 8, G. Warte mal. 8, 9, 8, G ist die 12. Muss nach Nummern gucken, Alter. Das war. Naja. So, machen wir mal die nächste Frage. Was hat man als nächstes? Da. Frage 6. Das ist Wunderland. Ja, schmeiß weg. Lieber Fantasy-Bilder oder die reale Welt? Es kommt drauf an, aufs Bild. Also, Fantasy mag ich meist am liebsten. Aber die meisten, die mich ja schon öfters gesehen haben, haben wir gemerkt, dass ich ja gerne viele japanische oder asiatische Bilder mache. Ja, mein Wohnzimmer ist ja asiatisch. Ich habe auch einen Kirschblütenbaum an. Also, Kirschblütenbaum kann man es nicht genau nennen. Da habe ich halt einen Baum dran gemalt mit einem blauen Hintergrund. Also, der Baum ist schwarz und die Wand ist halt ein bisschen blau oder halt Petrol. Ja, früher hatte ich dann solche Kunstblumen dran. Aber sind auch mal abgefallen, das hat mich irgendwie genervt. Dachte mir immer so, okay, jetzt ist Herbst, obwohl kein Herbst war, weil ab und zu mal abgeflogen sind. Ja, klar, durch mal es warm, mal kalt, da hat dann der Stoppelseil Klebeband nicht mehr gehalten. Ja, aber jetzt habe ich halt meine Bilder mit Kirschblütenbäumen. Kann ich euch mal zeigen. Ausnahmsweise. Ja, so sieht mein Baum aus. Ja, die Bilder da hier oben habe ich auch mal selber gemalt. Ja. Gesagt, früher war die ganze Wand blau mit dem Baum und da steht Kunstblüten halt dran. Und jetzt habe ich halt die Bilder, ja, die ersetzen halt ein bisschen den Kirschblütenbaum. Genau. Und die habe ich meine Hand dran. Das ist das eine, was ich ja gestern hochgeladen habe. Das glitzert so schön von beiden. Ja, dort, wo noch nichts drin ist, dort und dort. Da kommt halt auch noch jeweils ein Bild hin. Und da ist auch mein zweitgrößtes Bild. Also, na gut, drittgrößtes. Das war mein erstes etwas größere, was ich gepainted habe. Genau. Genau. Dann kam das andere Kirschblütenbaum, also am Wasserfall, das größte. Und das wirklich größte war halt, ja, mit der Geisha, mit dem mitten von Kirschblüten. Genau. Ja, Fantasy, es kommt drauf an. Also, ich würde auch andere Bilder painten, zum Beispiel auch Tiere zum Beispiel habe ich auch gepainted. Immer ein Wolf, immer mit Eulen und ja. Also ich will mir auch nicht festlegen, was ich lieber mag. Es kommt aufs Bild drauf an, würde ich sagen. Genau. So, 919, die 13 braucht jetzt. 13, wo bist du? 15, das ist 13. Genau. So. Ich die Hälfte auf den Tisch liegen lassen. So. Das ist eh. Mal über Schluck trinken.
Ja, von vielen Reden, da wird der Mund trocken. Aber es ist dann halt so, 938, das ist die 14. 14, 14, hier ist die 14, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich das Bildchen da habe hier, mit Stitch. Weil Stitch mag ich halt auch und dachte so, oh, als Hutmacher, das ist cool. Bohnenmacher, Hutmacher, ja. Bei Alice im Wunderland sagt man ja der verrückte Hutmacher. Und Kombi davon, weil ich auch beides mag, also ganz schön schlecht. Genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das FG Normal war oder GBFKI. Müsste ich jetzt selber mal bei meinen Videos gucken. So. Genau. Ja, ich sag, vom Material ist es Leim ganz schön hart. Ja, aber. Man soll ja nicht meckern. Solange die Qualität von Steinen immer gut ist und das Bild macht trotzdem mehr Spaß. Ja, man muss ja nicht unbedingt immer teurer einkaufen. Klar, das Bild ist auch nicht unbedingt gut. Ne? Aber billig muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Würde ich jetzt sagen. Je nachdem, was der Geldbeutel hergeht, wie man schön sagt. Ne? Also personalisieren wird halt immer. Sagen wir teuer einkaufen oder also bei Big Mondo habe ich jetzt schon ein personalisiertes Bild oder ein personalisiertes Bild, genau. Ja. Ja, schweres Wort. Das werde ich auch dann auch mal noch painten. Mal sehen, wie es wird. Ja. Und ich überlege, ob ich dann halt woanders bei Diamond Painting mit Herz. Die machen ja auch gut personalisierte Bilder. Was ich hier von der Annie, von Diamond Pictures und Pink's Kreativfeld, nämlich der Sender, die haben, glaube ich, alle von Diamond Painting mit Herz ein personalisiertes Bild. Knoten in der Zunge. Ja, da werde ich halt auch Nummer 1 machen mit einem von meinen Katzen. Bei Pigmondo hatte ich eins für meine Bijou. Und ja. Und vielleicht noch irgendwann werde ich noch eins selber pixeln, da werde ich auch einen von meinen Katzen nehmen. Ja, dass jeder dran ist. Ja, mal gucken. Wo ich es dann hinmache, weiß ich noch nicht, aber ja. Kennt ja selber, man will, kann ja und will ja und alles hinhängen, manchmal einfach nur so zum Painten. Ja, ich weiß auch nicht mal, wo ich dann das hinmache. Mal gucken. Noch ist ein bisschen Platz an den Wänden oder an den Türen. Weil das Einhorn, was ich letztens gepaintet habe, mit den ganzen Spezialsteinen, das habe ich auch an meine Schlafzimmertür geklebt. Auch mit Doppelseitenklebern hat gut gehalten. Ich habe da so keinen Rahmen drum gemacht. Ja. Genau. So, warte mal, 3047. Und die ist J da. Das ist 16. 16, 16. Na, ob das reinpasst. Ja, gerade so. Ja, passt gerade so rein. Passt gerade so rein. So. Ups. So. Was haben wir als nächstes für eine Frage? Der Jabberwocky. Einfach nur Diamond painten oder brauchst du Unterhaltung dabei? Ja, unbedingt. Ja, es kommt an. Also je nachdem, wie mir halt danach ist. Wenn ich mir denke, na, ich will heute ein bisschen mehr schaffen von meinem Bild, dann höre ich meistens mir nur na, Hörbücher an oder höre nur Musik. Wo ich halt nicht irgendwo von irgendwelchen Bildern abgelenkt werde, also von Videos oder irgendwelchen Filmen oder so. Ja. Aber wenn es mir egal ist, wie viel ich von dem Bild an dem jenen Tag schaffe, dann gucke ich mir auch halt mal Film an, egal ob ich den kenne oder nicht. Da ist mir egal, ob ich dann abgelenkt bin und dann nicht so viel vom Bild schaffe. Ne? Ja. Kommt auf die Situation drauf an. Aber wie gesagt, so wie jetzt gerade, wo ich halt nebenbei nichts höre, das wäre mal nichts, wenn ich jetzt painten würde, ohne mit den Button zu quatschen. Ich muss immer irgendwas im Hintergrund dudeln. Ja, genau. So, dann 3328. Was hat das X? Das ist die 17. Ja. Ja, ich glaube, da wird schon halt, glaube zu viel nachdenken irgendwie oder grübeln bei
beim Painten, wo ich mir denke, nein, du schaltest jetzt mal ab. Ja. Wenn es zu ruhig ist, dann ist es ein bisschen unruhig. Genau. Weil jetzt ist was anderes, jetzt quatsch ich ja gerade mit euch. Jetzt wollte ich mich halt mit jemand unterhalten. Ja, das ist was anderes. Aber wenn ich halt das jetzt nicht machen würde, ein Video drehen und ja, dann muss immer auch was im Hintergrund dudeln. Wie gesagt, je nach Situation, ob ich halt viel vom Bild schaffen will oder halt nicht. Ja, es kommt meist auf die Tage drauf an oder wie ich arbeiten bin. Weil wenn ich da viel arbeiten bin, da habe ich manchmal nicht so viel Zeit. Deswegen, wenn ich mal frei habe, dann tue ich mal länger painten und ja, genau. So, 37, was hat ich jetzt? P, 18. So, ups. So, haben wir das. So, was haben wir als nächstes? Ein U. Das ist die 19. So. Also in dem Bild ist anscheinend dann viel weiß. Ja, bestimmt hier das I ist ja alles. Ja. Oh, da gibt es ja zum Glück Mehrfachaufsetzer. Ja, manchmal paint ich auch, wenn es so eine einseitige Fläche ist, auch mal ohne Mehrfachaufsetzer. Es kommt drauf an, wie ich halt Lust habe. No. So, wenn ich halt mit Mehrfachaufsetzer painte, dann halt nur mit 3er oder 4er. Mehr ist mir auch zu unsicher. Weil ich dann halt schief werde und naja. Dann halt wahrscheinlich für die Vollprofis so ein Mehrfachaufsetzer zu nehmen. Ich habe ja im letzten Video dann schon gezeigt, es gibt ja bis zu 15-facher Aufsetzer, wo man 15 Steine auf einmal setzen kann. Ja, muss für mich jetzt nicht unbedingt sein. Ein 3er oder 4er kommt mir meist auch weit. Ja. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchen Mehrfachaufsetzern ihr dann arbeitet oder ob ihr überhaupt Mehrfachaufsetzer nehmt. Manche wollen halt so perfekt sein, die machen wirklich jeden Stein einzeln. Es gibt auch welche, die halt mit Pinzette painten. Das wäre mal halt aber auch nicht. Ja, es gab auch gerade noch eine Frage, aber ich glaube, ihr beantwortet schon einfach nochmal. Na komm raus. Bischu. Ja, pfui. Meckern nicht rum. Nicht dran rumkauen. Sonst immer Diego, der Blödsinn macht. Das macht Bischu. Ist es auch langweilig oder was? Hä? Ja? Hört das ja, sieh mir Gott. Naja. Hört das ja auch mal meckern. Mama, denke ich habe eine Ziege statt eine Katze. Naja. Na gut, bei ihr denke ich manchmal, ich habe eine Ziege statt eine Katze. Bei Diego denke ich manchmal, ich habe einen Hund statt eine Katze. Ich sag bloß apportieren. Naja. Ne, Diego? Ja. Der ignoriert mich. Der pennt. Das wird auch sein Teil denken. Naja. So, wir haben es fast geschafft. Mit einsortieren. So, was. Ach ja, hier mal. Bim, bim, bim. Wo waren wir jetzt? Ach ja, Frage 8. Tweedledee und Tweedledum. Wenn man es richtig ausspricht, egal. Eckige oder runde Steine? Hast du eine bevorzugte Sorte? Wenn ja, warum? Anfangs hatte ich ja meine ersten Blätter mit runden Steinen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber seit ich das erste Mal eckige Steine geklebt habe, paint ich lieber mit eckigen Steinen. Auch wenn es manchmal schwieriger ist. Aber ich habe mich jetzt dran gewöhnt und es gefällt mir auch ganz gut. Und ich mag halt das Endergebnis halt lieber als mit runden Steinen. Also runden Steine sind nicht schlecht, ne? Die Bilder sehen ja trotzdem gut aus. Aber weil halt bei eckigen Steinen halt keine Lücken sind, wie bei den runden Steinen. Ja, genau. Nächste Frage gleich. Was steht da? Oder der Tränenteich. Bist du schon mal an einem Diamond Painting verzweifelt?
Wenn ja, hast du trotzdem zu Ende gemacht oder abgebrochen? Ja, jetzt an der Qualität jetzt nicht. Also ich habe alle zu Ende gemacht, die ich bis jetzt gepainted habe. Da habe ich das nie abgebrochen. Nur halt bei meinem großen Bild, das 1,20 also was an meiner Wand hängt. Ja, da habe ich mal auch mal Pause gemacht, weil ich auch mal keine Lust mehr hatte. Habe ich ja vorher auch schon mal gesagt. Aber ja, ich war dann so stolz, dass ich dann halt zu Ende gepainted habe. Auch wenn es 3 Monate gedauert hat. Weil bei dem anderen, was 1,20 mal 40 ist, da habe ich 5 Wochen gebraucht. Also etwas mehr als einen Monat. Ja, bei den ganz großen habe ich schon dreimal so lang gebraucht. Obwohl das nur 20 cm breiter ist. Aber naja. Aber sagt, ist ja kein Wettbewerb. Ist ja egal, wie lange man braucht für ein Bild. Genau. Ja, Hauptsache, man hat Spaß. Das ist die Hauptsache. So, nächste Frage. Was haben wir noch? Absolem, blaue Raupe. Painst du lieber mit Stift oder Pinzette? Ja, das hatte ich auch schon gerade beantwortet. Ich penne, ja, so ähnlich beantwortet. Ich penne lieber mit Stift, weil ich glaube, ich würde auch mal einen Krampf in der Hand kriegen, wenn ich ständig den Stein da hin tue. Nee. Bei solchen Bildern mit solchen normalen Steinen nicht. Aber wenn ich dann so irgendwelche Bilder habe mit größeren Strasssteinen oder irgendwelche Boxen habe, wo halt Spezialsteine sind, die halt ein normaler Peilenstift halt nicht hält, dann nehme ich mal eine Pinzette, das ist okay. Oder ich habe jetzt auch meine Wachsstifte hier. Na, da kann ich immer mal hin her switchen. Aber sonst nehme ich grundlegend nur einen Peilenstift. Genau. So, T haben wir jetzt 23. Mal 20, habe ich nicht vorhin. 20Y. Hä? 752. Was habe ich denn hier jetzt eigentlich? Ich irgendwas verwechselt? H22. Ah, ich glaube, ich habe mich gerade verwechselt. Ach nee. Oder? Stuf. Jetzt wieder eigentlich. Ja, kann aber das sein. 20. 20 wäre Y. Dann ist das vielleicht jetzt 22? Nee. Nee, H habe ich ja gerade. Bin ich doof? Ich glaube, ich habe mich gerade hier vertan. Warte mal. Ich gucke nochmal, ob ich alles richtig habe. Glück habe ich mit dem 10 mal drauf gemacht. Ah, hat mal 310, ist richtig. Z 318 ist richtig. S 413 ist richtig. U 518 ist richtig. 550 ist auch richtig. 702 grün, ja. A 720, das müsste auch die Farbe sein. F 734. Ja, so ist ein Gelb, genau. B 823. Ist so richtig. 824 blau. Ja, reicht auch. R grün. 890, ja auch. G so ein Braunton. 89, ja. E 119, ja, müsste auch stimmen. N 938. Ja. Dann ein L, ja, das müsste auch stimmen von der Farbe. J, ja, müsste auch stimmen. X 3328. Ja. Dann P 3721. Müsste auch stimmen. Dann den 19 750. Nicht sicher. Ich glaube, ich habe den Leuten. Warte mal, der O. Ich glaube, der 19 und der 23 habe ich. Glaube ich. Ja. Warte mal, nee, das Y ist richtig. Bis zu 20. Was war es jetzt? T wäre das hier. Bei der 20 ist. 20 ist ja Y.
Ist ja auch falsch dann. Ach Mann. Dann müsste das ein V sein, oder? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ach Mann. Scheiße. Ich weiß, wie sagt man nicht, aber. Warte mal, T müsste das sein hier. Oh. Weil T ist ja müsste Sandfarben hier. Mach ich jetzt einfach mal das. Das ist T. H müsste gut sein. H und T. Dann T und dann H. V, Y, 20. Warte mal, V ist. V müsste O sein. O ist die 3750. Also von. Ja, ich gucke es gerade nach den Leisten hier. Von der Farbe müsste das so sein. Irgendwie bin ich durcheinander gekommen. Aber 3750 war O. Genau. O kommt noch P. So. Dann Y ist ja die 20. Dann müsste das ja V sein, ja. V müsste die Farbe sein. Ach nee. Das ist einfach mal Quatsch und dann guckt man nicht richtig. Und Y ist die 20, also das müsste stimmen. Ach nee. Das war auch noch nie vorher passiert, dass ich irgendwas verwechselt habe, ja. So, jetzt haben wir es. Jetzt tue ich nur noch die. Warte mal. Ups. Die. Meine Farben nach der richtigen Reihenfolge, also alphabetischen Reihenfolge sortieren, sonst komme ich nachher und suche ich mich nachher dämlich. So, A, B, habe ich ein C, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, schon M, ne? L, nee, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Geschafft. So, aber schon das I muss ich noch machen, also eine Farbe habe ich vergessen. So, dann macht das ein Päckchen auf, wenn das überhaupt hier reinpasst. Muss ich mal gucken. Weil von Weiß gibt es halt drei Päckchen. Ich füge einfach mal ein Netz rein. Sonst würde ich eigentlich immer alles auspacken und dann in den Zipbeutel tun, aber das mache ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt hier Farben draus ist, schon den machen. Ich glaube das. Naja, gut, ich würde da noch rein. Na. Passen gerade so rein, ja. Na komm her. Gerade so. So, haben wir erstmal das gemacht. So. So, hier ist alles schön sortiert. Genau. Und hier oben halt im Netz habe ich halt die restlichen Steine. So, haben wir das. Es geht gleich weiter mit den Fragen. Ich sage, das Video wird halt ein bisschen länger, aber naja. Müsst ihr jetzt mal durch. Zip. So. So, machen wir auch mal die nächste Frage. Ja, warte mal. Kurz Strom raus, sonst geht es immer aus. So, was haben wir als nächstes? Ja, Wunderland. Klebst du gerne Bilder mit vielen bunten Farben oder magst du lieber Bilder mit gedeckten Farben? Habe ich ja vorhin auch schon so ähnlich beantwortet bei einer anderen Frage. Sag mal so, es kommt aufs Bild drauf an. Zu bunt mag ich eigentlich nicht, aber sag, es kommt aufs Bild drauf an. Das Bild ist ja auch jetzt ein bisschen bunt hier zum Beispiel.
Klar, es geht noch bunter. Es gibt ja auch Bilder, die haben ja 100, 200, 300 Farben. Das wollte ich auch und auch mal ausprobieren. Aber dann eher mit einem personalisierten Bild vielleicht. Oder von Josephine Wall. Würde ich auch gerne mal eins ausprobieren. Aber da haben wir jetzt bis jetzt noch nicht alle gefallen. Höchstens, na gut, ein Bild vielleicht mit eben Drachen, was ich glaube gesehen habe. Das würde mir vielleicht noch gefallen, aber ja, bis jetzt kommt das Bild drauf an, ob es mir gefällt oder nicht. Da will ich mich nicht unbedingt festlegen. Ja, also sag, grundlegend mag ich bunt eigentlich nicht. Also nicht zu bunt, aber ja. Wenn immer doch ein Bild kommt, was doch farbenfroh ist, dann ja, dann ist es halt so, dann ja, genau. Brauchen wir mal Knebel, auch noch hübsch in. So eine Folie ist meistens mal gut, wenn man einen Folienmagnet hat. Oh, warte mal, ich kann ja mal den anderen. Auch mal, ich glaube, pinkes Kreativfeld, was ich gestern angeboxt habe. Ich habe schon den mit mir hingetan. So viel Zeug, man findet die Hälfte nicht. Naja, ist meistens so. Warte mal, das nicht. Entschuldigung. Habe ich meine andere Tasche? Ja, hier. Tasche. Dann habe ich das. Ah, hier ist er. Ich habe ihn. Den schönen Magneten. Ups. Ja, was ist denn los? Mausi. Ja, wie gesagt, tut man unter das Bild. Dann tut man halt die Folie zurückklappen. Und muss da jetzt schon richtig positionieren. Ah, da ist er. Genau. Ja, wie gesagt, wenn man dann vorsortiert hat, kann man dann anfangen zu painten. So, erstmal Lightpad an. So, es kommt ja auch eine Frage. Warte mal. Wo waren wir es jetzt? Genau. Tee-Party, hast du mein Pa Hast du beim Painten etwas zu trinken und zum Knabbern neben dran stehen? Trinken habe ich immer da, weil ich immer halt zwischendurch mal Durst habe. Aber Essen, also Snacks habe ich nicht immer. Also es kommt auch an, wie ich Appetit drauf habe. Weil, ja, ich bin halt immer muss ganz gerne so ein Krümelmonster. Ein krümeles Bild voll. Zwar ist die Soothsäure, also ich habe es noch nie so verdreckt, dass ich dann das Bild hin und her wegschmeißen konnte. So schlimm war es jetzt nicht. Aber. Ja, es kommt drauf an, mal ja, mal nein. Nächste Frage. Painst du deine Bilder Farbe für Farbe oder teilst du das Bild in mehrere Felder ein? Meine ersten Bilder habe ich halt tatsächlich so gepainted, dass ich wirklich immer einen Buchstabe genommen habe und dann das so lange gemacht habe, bis ich alle auf dem ganzen Bild gemacht habe. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Ja, weil ich habe dann später auch gemerkt, okay, warum hält denn die Folie jetzt nicht? Beziehungsweise habe sie fast nicht mehr vom Bild weg runtergekriegt. Bei diesen Folien hier ist halt die obere Seite halt die obere Seite, ne? Und es gibt eine untere Seite. Und wenn du es halt umdrehen würdest, dann ist die, also die obere Seite ist irgendwie anders als die andere Seite, keine Ahnung. Ja, also anfangs habe ich es so gemacht, jetzt mache ich es nicht mehr. Ja, in einzelne Felder jetzt nicht unbedingt. Ich fange halt irgendwo an, wie jetzt hier mache ich jetzt eine Ecke zum Beispiel. Und ja, genau. Also manchmal mache ich Felder, bei größeren Bildern zum Beispiel, aber manchmal mache ich auch noch eine Ecke auf, je nachdem, wo ich anfangen will. Und ja, genau. So, was nehmen wir jetzt mal? So, dann nehme ich mal. Huch, nehme ich mal hier das Schiffchen, das habe ich ja von. Na, von Dein Painting mit Herz. Ja, habe ich auch nicht benutzt. Ja, dann fangen wir mal ein bisschen an hier zu painten. Upsi, was haben wir noch? Nächste Frage, wo wollen wir jetzt? Ach ja, Schlüsselloch. Paintest du dein Bild mit einem Lightpad, Lupe oder ähnliches? Wie ihr seht, Lightpad. Also anfangs habe ich es ohne was gemacht. Weil ich nicht anders kannte. Und irgendwann hatte ich dann eine Stirnlampe.
Und ja, dann wollte ich mir auch mal ein Lightpad besorgen. Aber das habe ich dann von meinem Vater eh gekriegt, was ich jetzt gerade habe, weil er es dann zufällig da hatte. Hat es mitgekriegt, dass ich mir eins holen wollte. Und ja, seitdem habe ich das Lightpad. Und ich möchte es auch nicht mehr missen. Ja. Ohne Lightpad geht gar nicht. Also mit Stirnlampe ging es auch schon gut, ne? Je nachdem, wie die Symbole drauf sind. Aber ja, wo ich einfach Lightpad benutzt habe, ich so, wow. Ich dachte, nie wieder ohne. Genau. Frage 15. Schon wieder die Grinsekatze. Hast du tierische Painting-Hilfe? Wenn ja, was für einen Helfer hast du? Ja, habt ihr vorhin schon mal gesehen? Ich habe ja drei Katzen. Mein jüngster Kater ist August 4, das ist der Diego. Dann meine mittlere Katze Bijou, das ist eine heilige Birma. Ich sehe sie gerade nicht. Bijou! 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 Ja, jetzt reagiert sie nicht, aber. Ist halt eine heilige Birma, könnt ihr ja mal googeln, was das für eine Katze ist. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber. Ja, wie gesagt, die wird dieses Jahr. Wie alt wird sie? Im Oktober geboren. Wie alt wird sie denn? Gute Frage. Ich glaube, 7. Ja, genau. 7 Jahre wird sie im Oktober. Und mein Gizmo, das ist der Älteste, der wird im Oktober 11. Genau. So, dann haben wir 16. Frage. Gibt es ein Diamond Painting Bild, auf das du schon lange ein Auge geworfen hast? Welches ist es? Ja, jetzt nicht direkt irgendwas. Ja, ich habe schon viele Bilder gesehen, die ich gerne mehr kaufen möchte. Aber jetzt nichts Bestimmtes. Bei Amazon habe ich ja noch einige Bilder hier, mehrere Sets. Zum Beispiel Wolf habe ich noch gesehen und irgendwelche anderen. Ja, also ein spezielles habe ich jetzt nicht mal im Auge gehabt, was ich mir demnächst tun will, weil momentan will ich erstmal keine Bilder kaufen. Es sei denn, ich kriege einen Amazon-Gutschein, dann vielleicht ja. Ja, das Einzige, was man dann auch mal noch holen will, ist vielleicht noch irgendwelche Zubehör. Das kann man manchmal auch nicht genug haben. Wegen Abwechslung, ne? Aber nur wenn es kann, mit Geld ist und ja, was der Geldbeutel oder der Lohn halt hergibt. Ja. Genau. Dann Frage 17. 6 unmögliche Dinge. Welche sind deine 6 liebsten Diamond Painting Bilder zu oder Zubehör? Ja, meine Lieblingsbilder Bild ist bis jetzt. Also ich mag alle meine Bilder, also sind alles meine Lieblinge. Aber wo mein Herz dran hängt, ist halt immer noch mein ganz großes Bild mit meiner Geisha und mitten von Kirschblüten. Ja, allein schon daran rum, weil ich halt sehr lange dran gesessen habe. Genau. Ja, Zubehör habe ich jetzt nicht unbedingt Liebling. Ich wechsle immer mal. Ich habe verschiedene Paint, also Schiffe. Ich habe die hier, immer den, das habe ich schon. Dann habe ich noch ein grünes. Dasselbe noch ein grün. Ist von Diamond Paint mit Herz, genau wo ich das hier gerade hier habe. Dann habe ich von Peach Moon Art, wer es vielleicht kennt, wo Valentinstag war, da gab es zwei verschiedene Schiffe in Diamond Painting. In Valentinstagsform mit dem Herz. Das finde ich auch sehr schön. Ist auch so ähnlich wie das, bloß halt ein bisschen kleiner ungefähr. Aber halt noch mehr rausgearbeitet. Ja. Ja, wenn sie irgendwann wieder die Katze hat, weil Janine X hatte auch so ein Katzenschiffchen in Schwarz. Das wollte ich eigentlich auch haben, aber das hat sie gerade mal da gehabt. Zwar schon da gehabt, aber halt nicht in Schwarz, wie ich es wollte. Weil Schwarz habe ich halt auch noch nicht. Ja, wenn ich mir halt Schiffchen aussuche oder überhaupt deinem Zubehör, dann gucke ich halt immer, dass ich halt immer eine andere Farbe habe. Egal, ob ich die Form schon mal habe oder nicht. Es muss immer mal eine andere Farbe sein, dass ich halt verschiedene Farben habe. Ja, das ist halt so. Mein Tick, dass ich halt immer nicht dieselben Farben habe, auch wenn hier blau, grün und lila so meine Lieblingsfarben sind. Blau ist ja besonders meine Lieblingsfarbe. Genau. Blau wie meine Augen. Also blau-grau habe ich Augen, genau. Jo. Na, komm hier.
Was haben wir noch für eine Frage? Ach so, steht auch, welche sind deine sechs liebsten Diamond Painting Bilder? Ja, frisch Bilder, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, konnte eigentlich fast eigentlich alle 10, die in der Stube sind, die ich vor uns gezeigt habe. Sind zwar schon 7, aber ja. Ich habe halt auch noch mehrere gemacht, die gerade nicht hängen. Ich habe auch welche halt verschenkt. Meine Mutti, mein Vati, eine Freundin von mir und mein Bruder. Genau. Da habe ich halt auch noch Bilder, die ich auch noch verschenke. Zum Beispiel von One Piece. Da bin ich eigentlich auch schon da freut mich eigentlich auch schon drauf, die zu painten. Weil es halt 5 Teile sind. Na komm her. Ja. Ja, Zubehör habe ich jetzt auch nicht. Ja, ich habe halt, bin schon mit den Lieblingen jetzt. Ja, also mal nehme ich das, je nachdem ich gerade Lust habe. Aber ich denke mal, demnächst wird mein Lieblingsschiffchen sein von Mareike. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Diamond and Pictures hatte letztens ein Video gezeigt. Ist halt auch wie eine neue, die bei Facebook hier ihr Geschäft hat, also seit Ende April irgendwie. Was mit Mareike, Marie, irgendwas. Ja, ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt. Ja, müsste mal bei der lieben Annie bei deinen Pictures mal reinschauen, beim letzten Video irgendwo. Auch ein Unboxing war das, genau. Und ja, da hat sie halt ein Totenkopfschiffchen, wo ich das gesehen habe, so, oh Gott, so einen Teil wollte ich immer mal haben. Ja, ich denke mal, das wird dann mein Lieblingsschiffchen dann erstmal werden. Ja. Oder auch am Totenkopf dann so noch Flügel hat, ist so, oh wow. Auch wenn die halt noch Deko sind, die Flügel und nicht wirklich hier als Schiffchen sind, aber ein bisschen kitschig ist es immer. Muss es sein. Also früher habe ich nicht Glitzer gemocht. Ich dachte, ich bin dann ja, ich bin zwar eine Frau, aber ich bin da nicht so kitschig. Nur weil ich eine Frau bin. ja, aber seit ich Steinpeine mache, ja, kann es nicht glitzern genug. Ich brauche mal meinen Wachs. Stift klebt gerade nicht mehr. Wachs, 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 wo bist du? Ach, meine Ordnung wird daher. Ich habe echt zu viel Zeug. So. Was haben wir noch? Weiße Königin. Brauchst du deine Diamond. Ah, nee, baust du in deine Diamond Painting Bilder auch AB-Steinchen ein? Welche sind deine Lieblings-AB-Farben? Ja, es kommt drauf an, wie ich Lust habe. Also, seit ich AB-Steine kenne, will ich fast in jedes Bild rein tun. Auch halt nachtleuchtende Steine. Je nachdem, wie es passt. Und ja. Eine Lieblingsfarbe habe ich jetzt nicht direkt. Ich mag eigentlich alle Farben. Gibt es nicht unbedingt einen Liebling. Ja. Ne? Ja, weiß nicht, ich finde halt alle schön, die ich bis jetzt habe. Und immer wenn Janine X neue Farben hat, dann je nachdem, wie es geltlich klappt, dann hole ich mir die meisten mal zeitnah, dass ich schon da habe, egal ob sie braucht oder nicht. Irgendwann kommt dann die Zeit, so, ah, in dem Bild ist die Farbe drin. Da hat man halt dann die Steinchen schon da, wenn man es austauschen will. Weil bei Janine X ist dann halt nicht immer Farben vorrätig, je nachdem, wie der Nachfrage ist. Ja. Wenn sie halt manchmal ausverkauft sind, kriegt sie halt auch nicht immer schnell welche wieder geliefert. Weil letztens bei meinem ganz großen Bild, da habe ich mich geärgert. Ich habe am Anfang so gedacht, naja, gut, machst du die Farben, die du mit AB-Steinchen oder Nachtleuchtensteinen umtauschen willst. Machst du die Hälfte normale Steine und die Hälfte AB-Steine. Ja, und irgendwann mitten beim Painten habe ich gedacht, ach komm, machst du alle von der Farbsorte mit AB-Steinchen. Ja, dann habe ich aber nicht dran gedacht, rechtzeitig noch Nachschub zu holen von der Farbe. Und am Ende haben sie leider nicht gereicht. Und ich hatte sie halt damals angeschrieben und ja, dann hätte ich bis zu 5 Wochen warten müssen. Da wäre das Bild heute, glaube ich, schon nicht fertig oder spätestens heute fertig. Keine Ahnung. Ich habe ja, wann habe ich dann? Bis Ende März. Ja, April. Ja, auch mal im Mai wäre es erst fertig geworden, hätte ich auf die Steine gewartet. Aber die Gruppe von Diamond Painting
für Anfänger und Profis. Hat das Bild reingestellt und das halt scheiße fand. Also JDNFX konnte ja nichts dafür, ne? Das war mein Fehler halt, dass ich nicht rechtzeitig Steine nachbestellt habe. Ja, und da wollte ich es machen und dann war sie halt nicht mehr da. Ja, und da habe ich halt bei deinem Painting, hat jemand gesagt, na guck mal bei deinem Painting Welt, die haben auch die Steine. Aber naja, teuer. Die haben, also die waren schon dieselbe Farbe, aber die hatten, glaube ich, einen Tick, waren die Tick dunkler. Also kleine Farbabweichung war da trotzdem. Weil ich weiß ja gar nicht, wo Janine X ihre Steine bestellt. Die tut sie dann nur bloß abpacken und wiegen. Sodass es dann 12 Gramm sind und ca. 2000 Steine. Und da bezahlt man, glaube ich, so 3,60 €, 3,70 € glaube ich, pro Tütchen. Das geht eigentlich. Für ca. 2000 Steine. Weil bei Dein Paint in Welt, da habe ich dann, ja, pro 200 Steinetütchen 50 Cent bezahlt. Und am Ende waren es dann, klar, ich habe da mehr bestellt, als ich eigentlich brauchte. Ich dachte lieber ein bisschen mehr, als wenn es dann doch nicht reicht, weil ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Steine ich ungefähr brauche. Ja, hatte nur grob geschätzt und ja. Da habe ich dann für ca. 2000 Steine dann so unter 5 € oder so bezahlt. Also sieht man mal knapp 1,50 oder 1 € bis 1,50 dann halt Unterschied. Deswegen, es war mal eine Ausnahme, aber grundsätzlich würde ich dann immer bei Janine X bestellen. Da weiß ich auch, dass die Qualität gut ist. Klar, die Qualität war jetzt auch gut bei Diamond Painting Welt, aber ja. Bei Janine X ist ja doch besser. So wie persönlich, ich mag halt auch die Frau und die macht ja auch schöne Videos. Ja, macht auch Spaß, ihr zuzugucken und ja, genau. Ist ein bisschen persönlicher. Ja, was haben wir noch? Wo waren wir jetzt? Ach, da, vorletzte Frage. Futterbacken. Welches deiner Bilder lässt dein Herz höher schlagen? Hast du es schon gepainted? Paintest du gerade daran oder sparst du es auf, damit es noch vor dir hast? Habe ich jetzt gerade eigentlich nicht so. Also, ja, ich habe viele Bilder, je nachdem ich Lust habe. Genau, gut drauf hinfiebern, mal eins zu machen, weil ich es auch noch nicht gemacht habe, ist ein Mystery Diamond Painting. Da habe ich auch einige da. Einmal, zwei habe ich von Tini Schnickschnack da. Und glaube noch zwei oder drei andere. Immer von Homefan habe ich auch eins da. Bei dem einen, da Mystery Diamond Painting, da haben sie es nicht so gut gelöst. Da hat man trotzdem ein bisschen gesehen, was es dann werden wird. Aber da freue ich mich auch schon drauf, das zu machen. Weil es auch gerade ein Totenkopf ist. Ich mag halt Totenköpfe, ist auch schön. Ja. Das fällt mir jetzt bloß ein, wo ich drauf hinfiebere. Sagt es, ich bin halt immer noch sehr begeistert von einem ganz großen Bild. Ich habe mich da ja damals auch gefreut, im Januar, wo ich dann eigentlich das große Bild anfangen konnte. Weil es so schön fand. Habe ich ja letztes Jahr zu meinem Geburtstag gekriegt. Ja, genau. Aber Mr. Diamond Painting werde ich auch demnächst machen. Bin ich mal gespannt. Ja. Was halt, der Annie von Diamond Pictures und Pinkies Kreativwelt hat auch mal zusammen ein Video gemacht und dann so ein Mystery Diamond Painting gepainted. Fand ich auch cool und dachte so, könntest du eigentlich auch mal machen. Ist mal was anderes. Ja, es kommt drauf an. Ja, klar, man kann am Ende enttäuscht sein, weil das Motiv dann einem doch nicht gefällt, aber naja. Das ist einfach noch Fun, einfach drauf los zu painten. Das ist eigentlich nur Hauptsache painten und man hat was zu tun. Das ist halt auch mal was anderes. Und ist ja dann so am Ende, dass das Bild dann doch einem gefällt. Nur. Ja, dann erstmal zur letzten Frage. Der Märzhase. Was hält dein Umfeld von deiner Dein-Painting-Leidenschaft? Halten sie dich für abgedreht oder verrückt? Wenn ja, ist es dir egal oder versuchst du sie vom Dein-Painting zu überzeugen? Ja, ich habe es schon manchmal probiert. Manche sagen hier und da, mach das doch mal, das ist entspannt. Aber ich dränge jetzt keinen dazu. Also, manche finden das schön, was ich mache, aber die sagen auch, nee, es ist aber zu viel Arbeit. Aber trotzdem, also, ja, klar, gibt es manche, ja, also eine Freundin von mir hat erstmal gesagt, ja, vielleicht probier es mal aus, ohne dass ich was gesagt habe, dass ich es ausprobieren soll.
Aber irgendwie hat es dann von allen Ecken dann irgendwann mal gehört, so, na, guck mal, ich hab das und das neu gemacht, probier das mal aus, und jetzt hat sie keinen Bock mehr. Hat sie dann gesagt, ich komme nicht auf eure dunkle Seite, nein, ich will kein Dime-Painting machen. Ich so, okay, dafür strickt sie gerne oder häkelt sie, was immer. Jeder hat was anderes. Ja, also auch grundlegend finden es alle schön, dass ich ein Hobby habe, und finden es immer Wahnsinn, dass es so viele kleine Steinchen sind, ein paar tausend Steine und so, und ja, sie. Also von meinem Vater habe ich auch mal ein Dime-Painting gepaintet. Das war noch ein Teilbild. Er hat es mal bei Wish geholt vor 1, 2 Jahren, keine Ahnung. Vor 3 Jahren, keine Ahnung, wie lange ich schon im Schrank hatte. Und ja, er wollte es mal ausprobieren, aber jetzt sagt er, oh nee, es wäre mir doch zu klein. Ich habe es dann einfach für ihn gepaintet, und dann hier gesagt, hier hast du es wieder. Ja, war auch so grundlegend, dass ich dann was habe. Ja, das war es eigentlich jetzt mit Fragen. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues, und ja. Ja, ich werde das noch ein bisschen weiter painten, und ja. Vielleicht sieht man sich nochmal in einem anderen Video von Frage und Antwort. Bin immer gern dabei. Hat Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Nadja. Tschüss.